Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons. Pioneers of Olive Town. Ich überlege gerade, war das die Gemüsekräutersuppe? Was wollte der Dude nochmal? Das weiß ich doch. Story rein. Das war der Gemüsesalat, den er wollte, ne? Den und die Riesentomaten. Danke dir. Ja, immerhin. Spiegelei habe ich nicht. Ich habe die Eier jetzt alle verwurstet schon. Die Eier schon leider alle. Okay, ich weiß nicht, wie das aufgenommen werden konnte, aber okay. Leider schon alle gedingst. Verwurstet. Wieso habe ich ein 5 davon? Ich wollte nur einen. Übertreib mal. Was kriege ich denn dafür? Eine Muschelsuppe. Denn das Spiegelei. Curryreis. Habe ich schon. Wahrscheinlich muss ich den alles mal so bringen. Eigentlich lohnt sich das schon so ein bisschen, ne? So, das nächste Mal machen wir Muschelsuppe, ne? Und Spiegelei. Was habe ich denn hier gekriegt? Gewürzmischung Chilischoten. Kräuter. Ah, warte, ich überlege gerade. Nee, ich kann doch Gewürze herstellen. Aber ich glaube, ich hatte halt noch nie so die Sachen da reingetan. Das war, glaube ich, das Problem. Jetzt bringen wir erstmal die Sachen hier weg. Das war aber ein ganz normaler, ne? Genau. So, und das ist halt weißer Farbstoff. Den muss ich halt bei Dings kaufen. In dem Blumenladen. Na du. Aha. Willkommen im Schönheitssalon. Gesicht. Kostet mich 500, ey. Ich finde Grenzland sehr hübsch. Und wenn wir ja schon mal dabei sind, können wir auch noch... Die hatten wir, ne? Nehmen wir mal die Anfangsfrisur. In Rot hatten wir schon. In Blau. Daraus musst du ein Trinkspiel machen, Lilly. Das Kaminrot. Kostet mich jetzt auch nur 2000. Das war's für heute. Komm bald wieder, ja? Jo. Du warst teuer, Mädchen. Teuer, ich sag's dir. Ja. Mir fällt gerade ein, wir hätten auch im Lebensmittellager mal gucken können, Lebensmittelladen, ob wir da nicht ein paar Zutaten bekommen.
die wir halt fürs Kochen benötigen. Aber als nächstes, wie gesagt, machen wir erstmal die Muschelsuppe und das Spiegelei. Geh doch mal weg. Ernst sein. Ich meine, ein bisschen haben wir ja. Ich hab zwar nicht mal alles, aber ein bisschen. Echt, Kaminrot hatte ich am Anfang? Hatte ich nicht das Rubin? Hatte ich nicht das Rubin am Anfang? Meine Pfirsiche sind fertig. Yay! Rot ist rot, ja. Verstehe schon, was du meinst. So, das hätten wir bald fertig mit 50. Den könnten wir... Ich muss mehr von denen machen. Wie lange habt ihr denn? Wir jetzt erst noch mal ein bisschen Eisen farmen, weil ich brauche wirklich Eisen, Silber. Ach, wieso sage ich denn immer Eisen? Was ist denn nur los mit mir? Kenne ich Eisen und Silber nicht. Ja, genau. Hätte es nicht mal ein bisschen früher kommen können. Also echt jetzt. Silber, das Eisen für reiche Leute und Juweliere. Es ist halt so... Ah, oh, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin wollte. Ich wollte noch einmal zu dem... Ich glaube, wenn ich in die andere, in die dritte Mine gehe, ist vielleicht die Chance größer, dass ich da mehr Silber rauskriege. Ich wollte, jetzt weiß ich nämlich wieder, was ich wollte. Ich wollte nämlich nochmal zu diesem Tempel da oben, zum Teich, und mir meinen Segen abholen. Weil ich glaube, dass das mir sehr viel bringt. Keine Sorge, Pferd! Wir brauchen noch einen Namen für den Pferd. Für das Pferd. Ach nee, ich glaube, wir haben gar nicht genug Silber, glaube ich. Perlstein. Oder brauchte ich dafür nur Holz? Würde mehr Sinn machen, wenn ich dafür nur Holz bräuchte. Auf jeden Fall haben wir genug Eisen, um das Haus zu erweitern. Ich werde sehr viel biegsames Holz brauchen. Samuel, wie kommst du da drauf? Also, einfach jetzt so. Hier noch so ein. Ich lass mal die,
unsere Freunde hier, die Maulwürfe, mal in Ruhe, weil ich finde, das bringt mir jetzt nicht so. Das kostet mich nur unglaublich viel Zeit. Wir können das Pferdchen ganz gerne Samuel nennen, das ist nicht das Problem. Hier finde ich, glaube ich, wirklich Silber ein bisschen öfters als Eisen. Das ist gemein! Habt ihr das gesehen? Der ist direkt in mir reingespawnt. Der hatte gar nicht das Interesse daran. Ne, ich falle nicht nochmal in so ein blödes Loch. Das hat mir ja alles an Energie weggenommen. Richtig. Ich wollte auch diesen Juwelendings machen, weil ich glaube, dass wenn ich die Juwelen verkaufe, ich richtig viel Asche auch noch kriegen könnte. Aber der braucht halt auch so viel Silber. Oh, direkt reingelaufen. Sie hat den Sturz überlebt. Und das Sashimi hat es richtig reingehauen. Okay, dann müsste man vielleicht mal beim nächsten Mal drauf achten. Wie viel Wasser es da auch einfach gibt. Na komm, du wirst ein wenig müde. Bezweifle ich. Eisen mit? Ich gehe gleich. Das ist mir nämlich jetzt schon... Also nicht, weil ich noch keine Energie mehr habe, sondern... weil es ja schon wieder so spät wird. Und ich will aber vorher noch das ganze Eisen hier haben. Und Silber. Vor allen Dingen Silber. Oh, Silber. Geh weg. Geh weg. Geh weg, weg, weg. Ja, ich möchte die Mine verlassen. Oh, guck mal, ein weißes Wieselchen. Ich habe aber schon mal gut Golderz so ein bisschen bekommen. Jetzt nicht sehr viel Golderz, was sehr schade ist, aber das ist halt wahrscheinlich dieses Ding, dass man... Müssen wir mal gucken. Nee, nur Holz, okay. Das Hotte-Hotte-Hü braucht nur Holz. Das ist sehr gut. Otto Hotte Hü, keine Sorge. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bring dir. Ich mag dir.
Nee, du nicht. Oh, du. Mal, wie viel Eisen wir haben. Aber erst machen wir das Gold. Und dann machen wir das Silber. Eisen. Also ich denke mal, wir haben auf jeden Fall genug. Genug Eisen für das Haus. Hat jetzt eigentlich gestern jemand Geburtstag? Ich weiß das gar nicht. Ein weißes Wiesel, auch Hermelin genannt. Ja. Also morgen hat der hier Geburtstag. Ja, okay, okay. Okay, okay. Dann nehme ich aber nur 4 Blumen mit. Einmal für Georg und einmal für die 3 Mädels, weil jetzt unbedingt auf die Inseln zu fahren ist nicht. Ich bin manchmal schon eine faule Sau. Oh mein Gott, es regnet nicht mal. Das ist krass. Kommt zu selten vor. Meine Pilze sind auch fertig. So, diesmal wollten wir ein Spiegelei machen, ne? Und die Suppe, wenn wir finden. Ich habe aber auch kein Glück mehr so mit den Kartoffeln. Das mit den Sternkartoffeln war irgendwie was Einmaliges, habe ich das Gefühl. Ah, doch, eine Suppe. Quatsch, doch. Suppe wollten wir machen. Ich würde hier aber ganz gern was wissen. Habe ich dadurch? Ich kann mir halt vorstellen, dass man den Honig irgendwie verarbeiten kann. Du kommst da mal rein und auch ungefähr hier. Hier und. Und Spiegelei wollten wir machen. Das weiß ich noch. Was kommt? Stimmt. Falsche Richtung. Lilly, du bist ja auch klug. Und Spiegelei warten wir mal, ne? Machen wir auf dem Rückweg. Außerdem muss ich ja auch noch dann hier die. Aber nicht in Ordnung.
gemacht. Salbei. Ich dachte, da läuft gerade was schwarz. Erstmal kümmern wir uns um die Tiere. Und ich nehme mal vorsichtshalber weg. Das macht mich nervös. Das andere Spiegelei hebe ich mal. Ah, sie macht sogar Geräusche. Ich finde das so schön. Dich eigentlich gestreichelt oder war ich dich nur? Da sind sie glücklich. Ich muss mir auch wieder Pilze kaufen. Klang irgendwie falsch. Ich muss mal wieder Pilzsaat kaufen. Finde ich denn den dieses Spiegelei? Das ist so Spiegelei. Ja, immerhin 4. Ich hoffe, wir kriegen schon ein paar gute Belohnungen, finde ich. Komm rein, du kommst. Aufpassen. Das andere behalten. Katzen. Ja, ich schnapp mir jetzt schon mal die Katze, bevor die wieder reingeht und sagt, okay, ich habe keine Lust auf die. Kann ich den Salbei reintun? Geh den Salbei rein. Ich habe jetzt 5 Blumen, ist aber unwichtig. Ein Salbei kann ich. Komm, Mizi! Komm, komm, komm! Das ist ein schönes Bild. So, dann gucken wir mal, wo sich der Captain rumtreibt. Weil der Captain heute Geburtstag hat. Oh, Captain, mein Captain. Der Captain ist gar nicht da. Okay. Dann ist das halt so. Ist egal, nicht schlimm. Auf ihn kommt es ja auch nicht wirklich drauf an. Obwohl ich es ein bisschen schade finde, dass man den nicht irgendwie so auftreiben kann. So, als erstes die Muschelsuppe.
An das Spiegelei. So Curryreis. Oshiken, in kalten Nächten. Mich gelüstet es nach letzterem, wenn du so nett sein könntest. Ich weiß nicht mal, woraus man das macht. Maler Floßkrebs, da müssen wir dann mal gucken. Curryreis. Was wir dafür brauchen. Dann gehen wir erstmal in den Blumenladen. Nee, erst zu Laura. Ist ja schon hier unten. Hey. Was machst du denn hier? Soll ich dich herumführen? Mhm. Danke, ich liebe die Liebe schon seit meiner Kindheit. Kannst mir aber auch nicht sagen, wo der Captain sich rumtreibt. Ne? Ich denke mal, der Captain wird jetzt gerade mal in hoher See gestochen sein. Opas selbstgekochtes Essen ist immer köstlich hier. Danke, sowas mag ich wirklich gerne. Der hat keinen weißen Farbstoff. Als ob. Ich baue jetzt nicht kurz das Ding hier, um einen blöden Farbstoff zu machen. Für einmal Farbstoff, ich bitte euch. Das ist doch lächerlich. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich jetzt reintun wollte? Nee, ne? Nee. Nehmen wir jetzt erstmal hier. Oh. Ich wünschte echt, ich könnte den ganzen Tag nur schlafen und abends Party machen. Wow. Danke, das nehme ich gerne. Diese Feuerwerke waren echt ein Anblick. Schön. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen, das hoffe ich doch. Das will ich mal für die Frau auch hoffen. Höhlenperle. War ja klar, dass ich von den blöden Maulwürfen nie wirklich was Gutes bekomme. Obwohl Silbererz ich immer sehr gerne nehme. Da bin ich ja dafür. Nee, ich bewahre jetzt mir mal hier die letzte auf. In der Hoffnung, dass ich den Captain noch irgendwann finde. Der sich abends irgendwann jetzt hier mal so umtreibt. Die Vögel sind heute wieder heiter unterwegs. Hörst du sie auch? Jede Note ist mit Freude gefüllt. Damit kannst du in den Blütenwindgarten. Damit kannst du in den Immersonnengarten. Ja, ich würde ja mal sagen, wir sparen unsere Punkte so auf 400. Oder was haltet ihr davon? Okay, wie cool ist das denn? Ich muss immer mal wieder auf die Karte gucken, ob nicht doch noch irgendwann mal der Captain, oh Captain, spawnt. Die Tiere habe ich rausgelassen, oder? Ich glaube schon. Haus hier ist wieder nach Hause gegangen. Das ist aber ein starkes Stück. Die Höhlenperle. Sorry, ich musste niesen. Da habe ich mich mal ganz schnell gemutet. Damit ihr das nicht hört. Kennt ihr das aber? Es gibt so Leute, Xeno ist auch so einer, die niesen unglaublich laut. Da denke ich manchmal, Alter, warn mich doch mal vor. Ist ja schrecklich mit dir. Dankeschön. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es abends wieder da ist, aber kann ja mal früher kommen. So, jetzt gucke ich mal. Was war das? Das war Curry, ne? Und das Curryreis.
Dann, wenn ich sehe, sehe ich es bestimmt. Diesen komischen Flusskrebs, da fehlt mir der Krebs. Curryreis, fehlt mir der Reis. Sehr gut. Und dafür fehlt mir. Oh, das könnte ich sogar machen. Ja, gut. Machen wir das schon mal. Was wollte ich jetzt? Ah, ich habe vergessen, was ich wollte. Reis. Wir holen jetzt erstmal Reis. So. Und dann fehlte mir, glaube ich, dieses eine Samending. Ich glaube, der Lebensmittelhändler müsste doch eventuell offen haben, oder? Der Captain ist an Bord gegangen. Quatsch, an Land gekommen. Oder? Da ist er. Wie gefällt dir das Feuerwerk? War das in der Stadt besser? Ich weiß es nicht. Hat so wenig Vergleichsmöglichkeiten. Wofür soll das sein? Ach, stimmt, ich habe die Bordsacht. Danke, Mädel. Mussten wir jetzt auch nicht unbedingt bis Abend warten. Ah, das ist neu. Ich kann anscheinend nur verarbeiteten. Okay. Okay. Aber wie verarbeite ich denn den Reis? Muss ich den echt in diese Maschine tun und dann kriege ich so. Reis? Oh, guck mal, ein Bruno. Ein Bruno. Wie wunderhübsch. Kochter Reis, ja lol. Ja gut, den fand er jetzt nicht so cool, ne? Dafür brauche ich ja auch noch den anderen Reis, aber ich konnte jetzt Curryreis machen, ne? Dann hole ich mir noch einmal Reis aus der Dings. Ich hatte doch hier noch einmal Reis. Und wenn wir das eine nämlich noch machen, dann fehlt nur noch dieses Flussding. Da habe ich aber die Hoffnung, dass mir vielleicht einer der Gnome das Ding gefangen hat. Spät schon. Gehen wir jetzt mal ganz kurz zu den Gnomen. Also wir brauchen noch 400 von denen, ey. Das kann so hart werden. Weil ich kriege die jetzt nicht en masse. Was denn? Alle helfen unserem Chef-Gnome so eifrig, aber ich glaube, ich bin zu spät. Ich will auch helfen, aber anscheinend gibt es nichts mehr zu tun. Hast du eine Idee, wie ich noch helfen kann? Unterstütz einfach die anderen. Du findest, ich soll alle unterstützen? Ja, das kann ich. Der Chef Blumen macht das auch immer, wenn wir einen schlechten Tag haben. Okay, ich werde einfach Blumen verteilen, damit sie sich alle besser fühlen und besser arbeiten. Oh, aber ich habe gar keine Blumen. Könntest du mir welche bringen, Maika? Bitte, bitte, bitte. Aber natürlich. Aber natürlich. Juhu, danke. Ich freue mich schon darauf, ihre lächelnden Gesichter zu sehen, wenn sie die Blumen erhalten. Ach du Gottchen. Hab noch. Hier. Ich alle vier.
Eisen, Silber und Dings. Ja. Wird knapp. Stachelhalm, na gut. Ei, Ziegenmilch, Milch, ne? Knapp. Aber den, ich glaube, den Flussbarsch habe ich schon. Ach, ich müsste eigentlich auch selber angeln, ne? Ich finde Angeln immer so blöd. Ich finde auch Angeln so unglaublich langweilig. Du kommst rein, du kommst rein. Du kommst mal rein, du kommst mal rein. Du kommst rein. Eier kommen jetzt mal so rein. Und das Ding ist voll. Man kennt es. Alles ist immer so voll hier. Ich nicht noch irgendwo Angelköder noch drin? Ich glaube hier, ne? Oh, hier hatte ich Angelköder. Blümchen kommt hier rein. Und beim nächsten Mal rein, genauso wie der Fisch. Aber wir können noch ein bisschen die Dings vergeuden. Seh nix. Mach mal auf das Ganze hier. Hass ich. Was wollte ich? Ich wollte zur Buttermaschine. Jetzt sie Joghurt macht. Dass sie halt hier nur hier vorne hängen, stört mich gerade massiv. Die sollen weiter weg. Das Problem ist, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Mir fehlt so ein bisschen die Draufsicht. Von oben halt. Das, damit ich so sagen kann, ey, ja, hier, da kommt das hin und das kommt da hin und... Ich will das Ganze aber auch nicht tauschen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, ich mag nicht so hinter den Gebäuden laufen. Fällt mir ein bisschen schwer. Brauchte 30, ne? Meint ihr, wir können kommen bei dem Pierre noch rein? Wäre eigentlich ganz nice. Dann gehen wir das nämlich jetzt schon ab. Geht uns nämlich nur noch diese eine... ...seine Flussding. Da fehlt uns nur noch der Flusskrebs. Naja, kriege ich ein bisschen was für meine Dings. Für den Gewürzfertiger. Titinien? Hm. Ne. Sehe ich nicht so. Was sagt die Uhr? Einen Tag schaffen wir noch. Da nichts, was da reinkommt. Obwohl, jetzt können wir mal das andere probieren. Ich kann mir vorstellen, ich brauche wahrscheinlich dreimal Reis, um das zu machen. Und?
Ja, kannst du. Okay. Kommst du da schon mal rein? Dann kommt der Reis halt in den Kühlschrank. Jetzt auch nicht das Problem. Und den Kühlschrank unten. Sieht auch ganz nice aus. Was sagt eigentlich der Radioshow? Also gut, ihr wisst, wie es weitergeht. Verzeiht für den Wetterbericht. Der Sommer wird sonnig. Hach! Ich würde so gern einen Strandurlaub machen, aber wer würde dann das Wetter ansagen? Ist sonnig und klar, ein guter Ausflug für trendige Flüge. Der 26. wird nochmal richtig heiß und das war's dann auch schon. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch mal nicht dauernd permanentes Regenwetter, sondern auch Sonnenschein. Oh, da hat die kleine Hina Geburtstag. Seid ihr schon alle eingeschlafen? Seid ihr noch wach oder schon weg? Alle weggepennt. Oh, passiert auch nicht viel. Obwohl wir ein paar schöne Events hatten. Jetzt war es halt ganz still, ja. Seid jetzt alle ganz still. War ich doch alle weggepinnt. Macht ja nichts. Ich meine, ist halt ein entspannendes Spiel. Was? Oh nein! Vergessen, also nicht zu gießen, sondern auszusehen. Ui, Double. Das Coole ist, dass man hier wirklich auch Saat hat, die über mehrere Jahreszeiten gehen, ne? Dass man sagt, okay, ich gieße jetzt, mache jetzt die und die. Auch wirklich mehr von diesen kleinen Upsis. Warte, genau, ihr zwei wart nicht. Ihr wart nicht. So. Auch dreimal Saat, ne? Wie unglücklich. Ja, ich habe da ein Feld vergessen. Habe ich auch mitgekriegt. Schande über mein Haupt. Ich habe das immer noch nicht gemacht, ne? Mit der Zeichnerin gesprochen. Also die Zeichnerin angeschrieben. Und gefragt, ob die auch Emotes macht. Nee, den seid noch nicht. Alles andere nicht? Ja. Na gut. Komm, was soll's? Nee, Mehl behalte ich genauso wie die Kräutermischung. Weil wir wissen nicht, wozu wir das noch brauchen können.
auch nur noch einmal Kohl. Also einmal Melonen. Wir müssen unbedingt kaufen gehen. Also noch zwei Stück, ne? Habe ich nicht vergessen. So. Ihr kommt rein, ihr kommt rein. So, dann kommst erstmal du. Weil wir dich noch ganz oft brauchen. Ach, da war ja schon. Aber kein Blümchen. Gehen wir erst die Tiere machen, in der Hoffnung, dass wir, wenn wir da vorbeikommen, dass wir da ein Blümchen finden. Selber. Noch mal ein bisschen Eisen. Ich hoffe, es gibt noch richtig viele. Richtig viele Obstbäume. Das wäre so cool. Tada. Ist doch klar, dass wir ja noch eine haben. Ach komm, du bist doch eben gerade auch da dran vorbei. Ach, als ob. Ja, hardcore lächerlich. Huhu. Wie geht's eigentlich den Tieren? Wir müssen mal auch gucken. Ich guck nie so danach, wie es den Tieren geht. Also wie ihre Liebe zu mir ist. 10 von 10 und Behagen 10 von 10. Yeah! Naja, das Schaf braucht noch eine Weile. Yes. Kannst gerne rausfinden. Aus deiner Milch jetzt mal Käse. Ih, was für ein Käse. Oh nein, die haben nichts mehr zu fressen. Das stimmt gleich geben. So, was sagen die zwei? Ja, Lilly macht sich, ne? Lilly macht sich. Mich, ob ich den Honig irgendwo noch reinstelle. Dafür noch irgendwann mal so ein. Die Anleitung für den Honigfertiger wurde freigeschaltet. Damit kannst du Honigstücke zu reinen Honig verarbeiten, die er teuer verkauft werden kann. Was? Ich kann keine Katzenblume reintun? Okay. Das nicht gilt. Okay. Das hole ich jetzt mal hier kurz draußen. Und dann gucken wir erstmal, was wir dafür brauchen. Ey, so viel neuen Kram, ne? Dieses biegsame Holz. Davon drei. Ich davon. Ganz. Aber okay, dann packen wir den schon mal da rein. Verstehe aber nicht, warum das eine Blümchen zum Beispiel nicht gezählt hat. Gib mir mal einen Hibiskus. Den. Oh, davon drei, ne?
Rote Zauberblume. Mondtaublume. Aber Hibiskus wirst du doch bestimmt nehmen. Oder? Ja gut. Ah, komm schon. Miete Gätzchen? Ja. Ich überleg gerade, ob wir denn nicht die restlichen Blumen eventuell bei dem Blumenladen kaufen können. Geh mal gucken. Außerdem müssen wir ja eh noch in den Gemischtwarenhandel. In die blaue Federleisten. Stimmt, davon brauchen wir mal drei. Die hatten wir jetzt nämlich noch gar nicht. Davon drei. Aha, Bäume habe ich ja alle. Ananas ist nur Dings. Du bist. Davon holen wir mal 80. Neun. Neun. Okay, das war's denn. Hi. Kann ich bei dir auch... Kohleklumpen für 80. Offen. Nee, du hast sie nicht. Ah, vielleicht hat der Gnomenpapa. Vielleicht hat der Gnomenpapa welche. Das wäre auch möglich. Der hat verkauft ja auch immer Blumen. Bringen wir mal schnell noch hier meine Saat aus. Und jetzt habe ich zwar sehr viele Tomaten und so, aber ist nicht schlimm. Das ist hier zum Beispiel Only Herbst. Gut, ich werde jetzt nicht bei den Gnomen irgendwie so neue Sachen abholen. Sagt man ja auch abholen. Wenn ich ja schon mal dabei bin. Okay. Naja, war ja klar, dass sie noch nicht so viel haben. Okay, es hätte ja sein können, dass sie mir Dings mitbringen. Der ist nicht da. Habe ich jetzt die Tiere gefüttert? Du siehst doch aus wie einer, den ich bestimmt finden kann. Denn. Davon brauche ich noch zwei. Davon brauche ich drei. Orange und Kokos.
habe mal einmal Lauch gekauft in der Hoffnung, dass im Prinzip ich das denn noch verbessern kann. Jetzt kann ich aber das Ding bauen. Ah ja, das biegsame Holz fehlt noch. Zurück zum Hof. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil ich mir bei der Krabbe so unsicher bin, bleibt die mal drinne. Hab ich auch zu viel Essen. Alles, was wovon ich nur eins habe, jetzt mal weg. Passt schon. Muss auch nicht arg übertreiben. Da fehlt mir dann wieder Dings. Dafür können wir das jetzt mit dem Honig machen. Hier drunter. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte das andere. So. Geht nämlich schneller. Er braucht eins und dann vier. Braucht zwei Stunden. Ich mal nichts gesagt haben. Du kannst rein, du kannst rein. Gut, dann warte mal. Langsam aber sicher kommen wir mal zu dem Ding, zu den 30. Kann aber noch eine Weile dauern. Was wäre, wenn ich... Kann ich das hier eigentlich wieder... Sehr gut. Dahin. Wenn ich das jetzt hier so kaputt hack. Ach, toll, das hat jetzt nicht so viel mitgenommen, wie ich mir erhofft habe. Eine riesen Sonnenblume, sehr schön. Nicht hier einen hinstellen und hierzu einen hinstellen. Das gleiche Problem. Dann könnten die hier nach außen zur Seite weichen. Geht schon. Muss ich echt noch umdekorieren, ey. Weil der blöde Teich nicht weggehen will. Hat sich denn den Schnatter ausgedacht? Rechnet. Nee, da ich sie noch nicht gefüttert habe, ist das vollkommen noch. Keine Sorge! Wartet! Ich mach und ich tu und bin dabei. Oh. Ich direkt da hinstellen. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Es tut mir leid. Warum ist jetzt Federvieh? Ja. Oh, oh, super, sie haben ihren Namen behalten.
Gefällt mir noch nicht so. Wie gesagt, ich bin irgendwie sehr unglücklich mit der Lösung, aber wenn der Dings nicht weggeht, ne? Der Teich, dann ist das halt auch sehr suboptimal. Ich will ja, dass sie ein bisschen mehr Auslauf haben. Ja, es ist aber nicht so richtig in der Ecke. Das stört mich halt. Das ist das, was mich stört. Es ist halt nicht so... Ne? Vielleicht liegt das jetzt auch hier einfach nur an den Bäumen. Das sieht schon wieder so ein bisschen eng aus. Dass es halt zum Teil hier mit reinnimmt. Ja, aber dann muss ich auch dauerhaft eine Pumpe da haben. Das ist halt auch schwierig. Aber ich möchte halt, ne, wenn die Tiere rauskommen, dass die Tiere dann auch so ein bisschen Auslauf haben. Ich würde mir auch wünschen, wenn, dass man das Ding eventuell auch drehen könnte. Das macht jetzt wohl auch nicht fett, aber... Wie hatten wir das denn genannt? Weißt du das noch? Gott, wie hatten wir denn den Kugel ge... Wie hatten wir den denn genannt? Ich hab's vergessen. Verdammt! Ich hab vergessen, wie haben wir den Kuhstall genannt? Also den großen Stall. Nee, Schlachtvieh wäre gemein, ne? Kann ich den umbenennen? Wenn ich auch wüsste, wann wir den... Ja. Wann wir das gekriegt haben. Wäre schon nicht. Komm's rein. Ich glaube, ja, als Set gibt's aber nicht.
So, ich glaube, beide Dinge habe ich hier, ne? Ah ne, das ist Butter. Hm. Diese war ja. Muss ja noch den Kühen was zu fressen geben. Ne? Ihr braucht ja auch was zu fressen. So, ihr Süßen. Habt ihr. Kannst ja gleich mal umbenennen und schauen. Geht das? Hier vielleicht? Nur eintreten und abbauen. Hoffentlich kommen sie dann so ein bisschen im Buch. Okay. Hier ist nichts mit umbenennen. Meinst du an dem Buch zu Hause? Ich aber hin. Und das ist auch genug. Schon zu spät. Und das Ding ist auch voll. Aha. Und wir haben wieder Überlänge. Gut, ist auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.